Hallo und herzlich willkommen zurück zu Obscuritas. Gleich zu Beginn werde ich mich erstmal entschuldigen für die Geräusche, die man wahrscheinlich im Hintergrund hört. Ich bin mir ganz sicher, dass man sie hört. Bei unserem Haus wird genau heute natürlich gearbeitet und genau heute muss ich natürlich aufnehmen. Ist ja wie immer, wenn es kommt, dann kommt natürlich auch alles zusammen. Ist ja klar. Also, es tut mir leid, lasst euch davon nicht stören. Tut einfach so, als würde es zum Spiel gehören. Ja, wir sind immer noch im Schlachthaus. Das ist mittlerweile der, ich glaube, dritte Versuch. Und zwei Folgen zwischendrin habe ich weggeschmissen, weil die einfach daraus bestehen, dass ich sinnlos rumrate und irgendwas probiere. Und ja, lecker. Es sieht so aus. Das ist nicht wirklich das, was ich euch zeigen will. Darüber könnte ich hier hinausgelangen. Der Plan an der Wand sollte mir helfen, die richtige Schalterstelle zu finden. Danach kann ich mich einfach mit so einem Haken dorthin transportieren lassen. So. Die Schalterstellung. Wir haben die 1 und die 2 vorne. Und die 4 vorne. Ne, die 5 vorne. Das sieht dann scheinbar so aus, als wären diese alle geschlossen. Genau. Die 4. Ne, Moment. Doch. Die hinteren sind alle offen und die vorderen sind zu. Die 4 ist uns egal, die 4 ist uns nicht egal, die mache ich zu. Die 1, ich weiß es nicht, ob das stimmt. Die 4 habe ich jetzt aufgemacht. Die 5. Die 1 mache ich auf, die 2 mache ich auf, die 3 mache ich zu, die 4 mache ich zu und die 6 lasse ich offen. Das sind doch genau die Stellen, die wir brauchen, oder? 1, 2, nein, eigentlich brauchen wir auch die 3. Die 3 brauchen wir. Die 3 muss auf sein. Müsste, oder? Die 3 müsste doch auf sein, damit es da hinten sich spaltet. Nein, scheinbar nicht. Jetzt fahren alle nur zur 6. Das heißt ja, Moment. Vielleicht muss ich auch die 6 aufmachen oder halt nach vorne ziehen. So, die 6 habe ich nach vorne gezogen. Das heißt für uns, dass die Schweine weiterhin zur 6 fahren. Ist ja logisch. Ist klar. Alter, ich raste so aus, ne? Ey, ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Bitte fahr da. Das kann nicht wahr sein. Warum fährt er jetzt die Kacksau da hinten hin? Die soll doch. Oh mein Gott. Welcher Schalter ist das? Das ist der Zweierschalter. So, der Zweierschalter. Zweierschalter los. Ja, Mann. Ja. Oh Gott, ich heule gleich. Geil. Ich habe so lange einfach probiert. Moment. Ich habe es einfach so lang probiert. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt endlich. Habe ich es, glaube ich, geschafft. Nein! Oh, jetzt kriege ich die scheiß Haken nicht zu greifen. Das kann auch nicht sein. Oh, Alter. Ach, Mann. Aus der Perspektive fühlt sich das echt komisch an. Boah, das Rätsel war so eklig und asozial. Nein. Hallo, fahren wir gerade falsch? Nee. Gut. Oh, ich habe gerade echt schon wieder einen Schrecken bekommen. Gut. Ein Glück, ey. Haben wir das auch geschafft?
mich ärgert es so einfach, dass ich so viele Folgen wegschmeißen musste tatsächlich, weil ich es einfach nicht gebacken gekriegt habe. Letzten Endes habe ich jetzt ja doch mehr oder weniger, ja, random wirklich probiert. Ich habe ja die ganze Zeit probiert, das macht das auf und das macht das zu und da passiert dann das und das macht das. Aber letzten Endes irgendwie hat er nicht das wirklich das gemacht, was ich gedacht habe, was es macht. Das ist total schön. Es tut mir leid. So, ihr Lieben, weiter geht's. Im Onkel Arthurs feuchtfröhlichen Keller. Gewölbe, was auch immer. Oh. Ja. Wie wir sehen, sehen wir nichts. So, was haben wir hier? Ein Luftballon, ein Schlüssel. Mhm. Hübsch. Oh, Batterien. Oh, ich habe schon 5. Na, auch okay. Das geht nicht auf. Hund? Hund. Wat? Als ob der Hund hier ist. Warum? Was soll das jetzt genau? Ich habe so gehofft, er ist weg. Ich habe es so gehofft. Aber am Arsch, meine Lieben. Am Arsch. Hochdruck. Natürlich. Ein Rätsel lösen unter Druck ist toll. Ich bin mir sicher, es ist toll. Danke. Vielen Dank. Ich beginne ja doch so nach und nach einen gewissen Hass zu entwickeln. Okay, hier ist es laut. Heißt, hier ist wahrscheinlich diese Töle. Nicht. Okay, er kommt. Wir gucken mal, wo er hingeht und wir gehen dann in die entgegengesetzte Richtung. Wir machen das genauso, wie wir es sonst auch gemacht haben. Warten. Mal gucken, was er macht und dann hinterher. In die andere Richtung, meine ich. Vorausgesetzt, man sieht ihn, ne? Das ist voll der Asthmatiker-Hund. Kommt er denn? Oh, ich hasse es, auf ihn zu warten, echt jetzt. Hallo, meine Zeit läuft weg. Danke. So eine Kacksau. Wieso kann ich denn hier eigentlich nicht die Tür zumachen? Kann mir das mal jemand sagen? Alter, diese Geräusche hier von den Arbeiten am Haus sind auch super. Finde ich richtig geil. So, was ist das hier? Hier verlaufen jeweils drei Dampfrohre von dem Kessel weg in diesen Knoten und nur eins davon scheint diesen Raum zu verlassen. Ach du Scheiße. Das ist ja auch mehr so... Was? Okay, also das außen hier, dann geht das nach oben. Da hoch. Dann ganz oben lang. Oder ist es das? Nee, das ist... Das ist, glaube ich, gar nicht, oder? Dann da. Ach du Scheiße. Ist es das ganz rechts? Ich glaube, es ist das ganz rechts. Okay.
Gut, Nummer 1. Oh, wahrscheinlich laufen wir dem jetzt genau in die Arme. Geil. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Wie geil ist das denn? Nice. Krasse Sache. Gute Idee. Er geht da lang, geht da gucken. Okay. Geht dann wieder weg. Hat gesehen, ja. Die ist einfach zu cool für mich. Die hat es schon gekriegt. Alles klar. Als ob ihr das nicht hört. Ist es wieder das ganz außen? Ich kann es gar nicht sehen, so eine Scheiße. Ja, es ist wieder das, was nach ganz außen geht. Dann nach oben. Wo geht das hin? Da, da sind zwei oben. Es ist aber das... Gott, ich kann es echt nicht sehen. Okay, es ist das da, was da oben ist. Dann nach da geht. Was? Auch hier ist es das rechte, oder? Ich muss nochmal genauer gucken. Einen Moment. So, das ganze rechte. Nee, wir fangen hier an. Das in der Wand geht nach da. Wo geht es dann hin? Es ist das oben. Die Frage ist, was macht es? Dann, es geht dann nach unten, nach unten. Kommt dann hier lang. Es muss das rechte sein. Oh, ich habe Angst. Ja, fuck. Es ist nicht das rechte gewesen. Ah, Mist. Es ist nicht das rechte gewesen. Ah, ich hasse sowas. Sowas nervt mich. Ach, Kacke. Vor allem, ich kann das auch nicht so richtig sehen irgendwie. Weiß ich nicht. So. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt gleich geblieben ist und dass es trotzdem bei dem ersten das ganz rechts ist. Das wäre sonst echt richtig gemein. Für gewisse Leute hoffe ich jetzt einfach, dass es so ist. So. Ziehen wir mal rechts. Hier verlaufen jeweils drei Dampfrohre von dem Kessel weg in diesen Knoten und nur eins davon scheint diesen Raum zu verlassen. So. Kann ich die Batterien nehmen? Nope. Kann ich nicht. Okay. gut. Da ist er. Also wir müssen jetzt gleich wieder in den anderen Raum. Da muss ich dann noch
Warum läuft denn der so langsam? Nur ein bisschen Gas, Junge. Juckt ihn auch nicht. So. Okay. Wir haben hier drin alle Zeit der Welt, glaube ich. Also nochmal ganz in Ruhe. Es geht da hoch. Welches ist es dann? Es geht auf jeden Fall nach ganz oben. Die Frage ist dann natürlich, welches ist das dann, was da nach ganz oben geht? Es müsste das sein. Oder? Ja. So, dann geht es hier lang. Hier lang. Dann ist es doch... Es ist das linke. Es ist doch, glaube ich, das linke. Okay, es ist das linke. Ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt reinkommt. Frage ist natürlich... Wahrscheinlich gibt es drei von den Dingern. Wir haben jetzt zwei. Einmal ist das komplett rechts außen, einmal links. Ich schreibe mir das mal auf. Ich jetzt nochmal sterbe. Also beim ersten ist es rechts, links. So. Jetzt. Von wo sind wir gekommen? Von rechts, ne? Fuck it. Okay. Gut. Rechts, links. Das ist jetzt egal. Auch das geht nach oben. Oben ist dann das da, was sich da oben so komisch... Genau. Das. Was wird das dann? Geht's dann schon in die Mitte? Nee, oder? Das geht doch bestimmt nicht in die Mitte. Es ist schwierig. Ich kann es nicht erkennen. Aber es müsste das mittlere sein. Jawohl. Okay. Rechts, links, Mitte. Wir müssten ja jetzt raus und dann nach rechts gehen. Ja. Wie dumm dieser Hund ist. Er ist rechts. Wenn ich ihn das nächste Mal von rechts höre... ...gehe ich noch nichts. Ja.
Gut. Wir sind fast durch. Das war... Nee, es war noch nicht das letzte Kapitel. Wir sind gleich durch. Fast, also nicht gleich, aber ich mache jetzt hier auf jeden Fall ein Folgenende. Wir haben es geschafft durch dieses Schlachthaus und wir haben es geschafft, da unter Druck ein bisschen was zu machen. Ich höre ihn noch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!